Herzlich willkommen zurück zu dem wunderschönen neuen ATS, Abkürzung für Aussichtspunkt Truck Simulator. Hä? So, la la la. Dallas. Del Rio. Die wollen Rio löschen? Warum das? Ist der Ort so scheiße? Okay. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Also jetzt muss ich ja mal meckern. Bei der Kamerafahrt gerade. Ich weiß, warum so schnell eingestellt hier? Ich weiß gar nicht, welche beiden Fahrzeuge das waren. Egal. Auf jeden Fall ging hier die Kamera ja so schön an so einem Fahrzeug vorbei. Und es gibt ja Fahrzeuge, hier, Fahrzeuge mit einer relativ hohen, guten Texturierung, wie das Fahrzeug. Und warum geht denn die Kamera ausgerechnet bei so einem Fahrzeug vorbei wie das hier, wo die Räder so scheiße aussehen? Also wenn man schon die Kamerafahrt so macht, dass die auch an Fahrzeugen vorbeigeht, dann doch bitte nur an Fahrzeuge, die auch ordentlich aufgelöst sind. Ich weiß gar nicht, wo das war. Das war ein silbernes und ein rotes Fahrzeug. Keine Ahnung, wo das war. Aber... es sah nicht gut aus. So steht fest. Okay, ja, gut, let's go. Ach, übrigens, wo wir letzte Folge hier gerade bei der Ampel waren, wo wir gerade vorbeigefahren sind. Also, letzte. Weil ja so kurz alles rot war. Fällt mir schon wieder so eine Horrorgeschichte aus dem echten Leben ein. Also nicht Horror, aber horrordämlich. Letztens auf dem Weg nach Hause, das war glaube ich am Donnerstag, ist für euch so irrelevant. Da bin ich tatsächlich von der Arbeit an die Kreuzung, wo immer der Bus abfährt bei mir. Auf Arbeit. Und bin ich halt über die Kreuzung. Bin dann so zur Bushaltestelle gelaufen und die Bushaltestelle ist halt sehr nah an der Kreuzung dran, so vielleicht 15 Meter entfernt, also 5 bis 10 Meter, also wirklich direkt an der Kreuzung quasi. Und dann sitze ich da also in der Bushaltestelle und sehe von dort aus natürlich die gesamte Kreuzung. Und dann sehe ich da so, wie alles rot wird, also wirklich alle Seiten werden rot, keiner dürft mehr fahren, weil aus der Ferne ein Krankenwagen kam. Und Krankenwagen haben ja diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber Krankenwagen können Kreuzungen vor sich komplett rot schalten, damit sie selbst relativ unfallfrei dort langfahren können. Ja, glaubst du? Der Krankenwagen kann nämlich nicht so schnell voran, aus anderen Gründen. Das heißt, die Ampel war etwas länger rot.
Und bei diesem etwas länger Rot rede ich von gerade mal 2-3 Minuten, wo alles rot war. Und diese Autofahrer können halt nicht mal 2-3 Minuten einfach mal mit ihrem Arsch still sitzen. Ha? Nein. Da fing auf einmal alle Autofahrer, also erst fing so eine Seite an, über Rot zu fahren. Dann hat die gegenüberliegende Seite auch angefangen, über Rot zu fahren. Obwohl die dann auf einmal alle angefangen haben, über Rot zu fahren, hätte die anderen beiden Seiten, die von der Seite dann jeweils kamen quasi, haben dann auch einfach alle über Rot gefahren. Und als dann actually der Krankenwagen dann an der Kreuzung war, ja, musste er sich dann doch wieder einen Weg frei machen, obwohl er extra die Ampel auf Rot geschalten hat. Nur weil diese Kack-Autofahrer nicht einfach mal 2 Minuten ihren Arsch still sitzen bleiben können. Ich meine, die haben doch die Sirene von dem Krankenwagen gehört. Sie hätten doch also wissen müssen, warum da alles rot war. Nein, da müssen einfach alle einfach auf Sicht losfahren. Sind die eigentlich alle beläppert? Weißt du, und ich mecker hier immer mit, ja, guck mal hier mein ATS-Style, so würde man im Echten wahrscheinlich nie fahren. Wohl scheinbar leider doch. Genauso wie ich hier auch andere Manöver, die ich hier gesehen habe. Ne, wenn ich hier irgendwelchen anderen Fahrzeugen die Vorfahrt nehme oder sowas, wo ich auch immer so scherzenshaft, oder eigentlich war es ja in dem Moment kein Scherz, immer so gedacht habe mit, ja, sowas würde man im Echten nicht machen, habe ich leider auch schon vieles im Echten gesehen. Also teilweise diese Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr ist echt krank. Vor allen Dingen halt, weil es meiste halt darauf beruht, habe ich so als externer Betrachter die Vermutung oder den Eindruck, dass sie halt nicht ein kleines bisschen, ja, dass immer alles so schnell wie möglich sein muss, weißt du? Dann nehmen sie einem die Vorfahrt, nur weil sie nicht 5 Sekunden warten können. Da fahren sie über eine rote Ampel, nur weil sie nicht mal 2 Minuten stehen bleiben können. Was ist los mit diesen Menschen? Was stimmt mit denen nicht? Weißt du, die sollten einfach mal alle öfters mal mit dem Bus fahren. Dann lernen sie einfach mal eine halbe Stunde lang auf den Bus warten zu müssen. Das entschleunigt so sehr. Vielleicht sind sie dann auch mal im Alltag ein bisschen ruhiger. Na? Weil das kannst du dir nicht mit ansehen. Das ist Katastrophe. So, da hat unser Ziel. Ist das ein Schlafplatz? Ja, ne? Doch. So. Perfecto grado. Naja, nicht ganz so gerade. Egal. Reicht aus. So, ausgezeichnet, sag ich doch. Meine Rede. So. Jetzt haben wir hier schon ein paar mehr Städte, ne? Langsam wird's ja hier. So, ja, wir hatten ja hier letztens diese Fahrt, die so ein bisschen querfeld einging. Nee, das ist nicht so gut. Nee. Aber erstmal Texas. Da. Ja, genau das. Genau das, so ist ruhig gerade. So, sind 20 Tonnen. Mit 400 PS. Ah.
merken wir uns erstmal, ist aber nicht das, was ich jetzt primär gerade suche. Allerdings, ich glaube mal, was viel Besseres werden wir hier auch nicht finden, oder? Ah ne, da jetzt wieder zurück nach unten. Das ist ganz schön kurz. Ach ne. Der wär's schon. Gut, dann machen wir es doch. Let's go. Wo war das jetzt überhaupt? Das hier? Ja. No. Dann nehmen wir doch das. Wobei natürlich schöner wäre. Weil hier oben waren wir halt auch schon, ne? Ich meine, hier die Straße kennen wir jetzt zwar noch nicht. Aber ich würde gerne lieber hier die Punkte mal aufdecken. Von daher wäre vielleicht was sinnvoller. Was quasi irgendwie von hier unten nach hier oben führt. Ne? Hier so die Straßen lang, damit hier so die Städte hier aufgedeckt werden. Frage ist, ob wir sowas finden. Wie heißt denn das Ding hier? Amarillo. Amarillo, Amarillo, Armageddon. Ja. Gut, wie sieht es denn von hier aus? Gar nichts. Okay. Dann nehmen wir doch das Ding hier. Nee. Hä? Bin ich falsch. Bö. Wo waren das jetzt so? Nee. Hä? Hallo von hier. Oder was ist so? Ach, hier war das Ding, ja. Ich wollte gerade schon sagen, Houston, wir haben ein Problem. Verstehst du wohl? Diesmal. Okay. Haben wir jetzt? Ja, haben wir. Warte ich normalerweise, wenn ich sage, Auftrag annehmen, dass er denn direkt startet? Warum muss ich jetzt gerade auf Fahren klicken? Nehmen wir einfach mal so hin, wie es ist. Hä? Irgendwas los mit dir? Auftrag? Was habe ich denn gerade angeklickt? Komm, jetzt mach. Geht doch. Der? Was ist denn das gerade? Ah, sowas kommt wieder von sowas, ne? Kommen haben die in der 1.46 ein paar neue Features hinzugefügt, ist das gesamte Spiel verbuggt. Gut, ich meine, die älteren Versionen waren auch nicht viel fehlerfreier, da waren die Fehler halt an anderen Stellen, ne? Oder sind auch immer noch da, an anderen Stellen. So, also ist natürlich schon Nacht, ne? Das heißt, es wird eine ordentliche Nachttour. Wir haben 30 Stunden und brauchen 9. Das heißt, einmal pennen gehen können wir. Dann würde ich jetzt auch eigentlich direkt relativ nah am Anfang direkt pennen gehen irgendwo. Primär da, wo wir auch gleich tanken können. Was nicht gut aussieht. Da hinten, ja, da sind wir schon fast da, oder? Ja, nee, geht noch ein Stück weiter. Trotzdem. Gibt's hier nicht was Zentraleres, wo man einfach mal. Gut, ja, dann machen wir es noch hinten. Jetzt ist die Frage, ist das hier günstiger oder ist das günstiger? Ne, okay. Definitiv das ist günstiger. Gut. Gut. Wenn ich jetzt hier lang fahre, dann genau, ich schicke mich da lang und fick uns die ganze Zeit auf die Nebenstraße. Das ist halt schön mit diesen ganzen Nebenstraßen hier in Texas. Sieht schon geil aus. Ah, ja. Vor allem, du musst die auch abfahren, damit du auf seine 100% kommst, ne? Soweit ich weiß, füllen die da ja mit rein. Weil da einfach blind alle Straßen reinzählen, die man abfahren kann. Also, die man im Navigator auch sieht. Turn left.
Diese ganzen Geheimrouten sind, glaube ich, nicht mit rein, wobei ich mir da glaube auch, also ist das eine Vermutung von mir. Ich bin mir da absolut nicht sicher und ich habe auch absolut keine Quellen. Das würde ich jetzt einfach mal vermuten. Also kein gefährliches Halbwissen, sondern gefährliches gar kein Wissen. Ne? Aber wie gesagt, die Straßen, die man auf jeden Fall sieht, die füllen auch alle auf jeden Fall da separat mit rein. Das heißt, du musst wirklich alles, was du siehst, muss gelb sein. Und das heißt, wie man hier sieht, ne, die Seitenstraßen, musst du alle separat extra abfahren. Deswegen, also hier auf 100% zu kommen bei dem Spiel, ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit. Vor allem, wenn du es einfach mal geschafft hast, ja, nach 30 schmerzhaften Jahren, whatever, kommt die nächste Version raus. Die neue Straßen. Musst du wieder alles machen. Danke dafür. Oh. Undankbares. Wir haben immer noch grün. Mann. So hätte ich eh nicht bremsen können, Leute. Das muss ich mal. So scheiße hat man hier. Oh, mal kurz. Das war jetzt. Nein. Oh mein Gott. Kann man hier dann alles einstellen? Wieso kann man es nicht mehr ausschalten? Macht das noch auch ausschalten? Wenn ich ausschalte, geht das gar nicht mehr. Weißt du, da sagen sie im Change Log, ja, bei allen LKWs gibt es jetzt 5 Stufen, die 4 Zoom-Stufen und aus. Aber stattdessen hat jetzt kein LKW mehr aus. Was ist das für ein Bullshit? Jetzt habe ich hier 2 Navis. Wow. Jetzt habe ich hier 2 Navis, die sich überall überlappen. Diese Lappen. So mache ich lieber so hier. Dann habe ich bei dem Wesen etwas größere Übersicht. Keine Ahnung. Ob das irgendwas bringt. Ich schätze mal ja nicht so. Nee. Das ist nicht korrekt. Ich würde jetzt eigentlich doch direkt hier pennen gehen, ne? Let's go. Finding a new route. So, da haben wir das ja auch gleich mal mit drin. Zu weit? Hä? Wie kann er 74.000 Pfund messen? Wenn ich da rückwärts drüber fahre, müsste da denn nicht minus 74.000 Pfund stehen? Ich dachte, so funktioniert Mathematik. Ja, wer weiß. So, jetzt müssen wir hier einmal rein. So, hier ist ein bisschen Platz. Das ist halt schon wieder, Alter. Ich wollte mich eigentlich alle verarschen. Ey, ich kann doch nicht jedes Mal regnen, wenn wir hier rumfahren. Ich dachte, sowas wie eine Regenzeit gibt es in Amerika nicht. Sowas kenne ich nur aus Japan. Aber die scheinen ja auch immer Regenzeit zu haben. Guck mal, wie der LKW wegschlittert. Kannst du überhaupt nicht mehr durch Kurven fahren. Mit deinen 80 mph hier. Das ist doch kacke. Ist die Regenwahrscheinlichkeit... Aber die Regenwahrscheinlichkeit habe ich doch schon runtergestellt, oder? Gameplay.
Ah, ich habe die Umleitungswahrscheinlichkeit runtergestellt, ne? Hier, die ist relativ weit unten, also, aber es regnet hier andauernd. Das kann doch nicht wahr sein. Geil, ich lasse es einfach mal so. Das ist doch kacke. Wenn wir bloß nicht fertig gegangen sind. Der schlittert hier jetzt rum auf der Autobahn, Alter. Nee, nee, nee. Achso, siehst du, wo ist denn dieser Kamerapunkt? Ist der da oben oder hier unten? Ach nee, ist etwas, was ich fotografieren muss. Ja, super, jetzt drehe ich den auch noch durcheinander. Wo ist diese Scheiße an da? Wie hässlich die aussieht. Ja. Ich dachte gerade, das war ein Aussichtspunkt. Aber eben, beim Aussichtspunkt hat es ja diese Kamera. Und nicht diesen Fotoapparat. Boah, Alter. Richtige Mikrorückler hier. Oder, das ist ja schon keine Mikrorückler mehr. Das ist ja schon gigantische Welt aus den Fugen hebenden Ruckler. Die Monster-Ruckler. Oh, so ähnlich. Keine Ahnung. Oh ja, man merkt schon. Der LKW ist für diese Ladung eigentlich zu schwach. Da brauchst du ewig, um überhaupt auf Touren zu kommen. Sobald hier ein bisschen bergauf geht, bupp, bricht er wieder komplett ein mit der Geschwindigkeit. Ah, das ist schon echt langsam. So, müssen wir es eigentlich noch hinnehmen, ne? Das geht jetzt bloß noch um Tanken. Ich meine, wir müssen tanken, keine Frage. Aber vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Auswahl. Da hinten könnten wir tanken, ja. Ich weiß nicht gar nicht, wie viel Sprit wir überhaupt noch drin haben. Na komm, wir tanken hier einfach mal. Stehen, Junge, was ist los mit dir? Da rutscht er sich hier einen runter. Hallo. Ist das an oder aus? Ah, okay. So. Ist er jetzt aktiv, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach so. Also. In reingedrückter Weise ist es inaktiv. Okay, warum was? Aber diese invertierte Logik. Normalerweise bei Sicherheitsschaltern, also hier so Notaus und so, ist ja genau andersrum. Dass wenn du die einfach reinhämmerst, dann sind sie engaged. Aber bei den Handbremsen, bei den LKW ist es halt genau andersrum. Dort sind sie engaged, wenn sie. Ich wollte die nicht gerade tanken? Ich kann ihn wieder nirgendwo wenden. Mann. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Wie ging das Lied? Keine Ahnung. Ja, hat er gut geklappt mit dem Tanken gehen. Ja, geil. Da fühle ich mich ja jetzt richtig. Wow. So. Bam. Hoffentlich reicht bis an der Tank. Keine Ahnung, wie groß der Tank ist. Man sieht leider nur, wie prozentual voll er ist. Also, oder viel mehr als, mehr als er nicht. Also, zu wie vielen Teilen er voll ist, aber nicht wie viel Liter das jetzt sind. Weil jetzt könnten wir natürlich auch durchs Info, ins Infotainment-System switchen. Nein, das war falsch.
hier. Boah, Alter. Tempomat hier rein. Kannst ja nicht fahren. So. Mile pro Gallon. Nein. Da. Genau, das brauchen wir. 100 Meilen haben wir noch. Nee. Das ist falsch. Das ist ja, wie lang wir schon, also wie viele Meilen wir schon gefahren sind. Verdammt, wo seht ihr, wie lange der Sprit noch reicht? Kacke. Ich jetzt da. Ja. Nee, kann man sich bei dem LKW nicht anzeigen lassen. Verkackte Kackkacke, die Kack. Aber ich weiß auch nicht, wie viele LKW jetzt hier actually schluckt. Ich meine, das neuere LKW sollte halt relativ effizient sein, also sollte er jetzt nicht zu viel Sprit verbrauchen. Aber wenn wir jetzt gerade mal 200 Gallon Tanks haben, dann heißt es trotzdem, wir haben nur noch so 40 bis 50 Gallonen drauf. Und das ist ja nicht mehr so viel. Vor allem, weil der LKW ja trotzdem an seinem Limit fährt. Er schafft ja so schon gerade mal 70. So, hier haben wir die aktuelle Geschwindigkeit, hier haben wir die Auslastung der Systeme. Diesen Protection-Filter, so, ne, brauchen wir auch nicht. Alarm haben wir auch keine drin. Alter, hier habe ich da gerade viel. Alter, also das ist auf meinen Ruckler, Alter. Alter. Jäger! Wo kommen jetzt Mega-Ruckler her? Das ist ja schlimm. Also einzige Spritbezogen ist das hier. Aber da sehen wir den aktuellen Spritverbrauch. Und nicht die geschätzte Restdistanz oder so. Alter, was ist gerade mit dem Spiel los? Wo ist der Ruckler her? Das sind ja richtig böse Ruckler hier. Ja, nee, hoffen wir einfach mal, dass es dann reicht, aber sieht gut aus. So schnell geht der jetzt nicht runter. Vor allem steuert der gerade so regelmäßig. Am Rechner liegt es nicht, die CPU ist die ganze Zeit bei 30%. Naja. Na doch. 30% ungefähr. Ja, aber es gibt ja auch teilweise Sachen, dass irgendwelche Prozesse regelmäßig CPU-Spikes verursachen, was dafür sorgt, dass Spiele dann so regelmäßig stockern. Aber das siehst du dann ja auch auf deinem CPU-Graphen, wenn da diese regelmäßigen Spikes drin sind. Aber ist ja gar nicht. Die CPU ist gleichmäßig bei 30%. Diese Spikes, Alter, das macht mir ja Gaga hier gerade. Junge, hier geht's ja gar nicht mehr. Was ist hier los? Was ist gerade los mit dem Spiel? Uiuiuiui. Alter. Ja, da war ich in der Folge, wo ist die Tankstelle? Da. Die mit ihrer Maut. Können Sie nicht einfach selber zahlen? Das ist ja schlimm hier. So, links oder rechts? Schau mal da hier.
Oh, bin ich denn falsch rum? Egal. Woher soll man das auch wissen? Sir, da müsste man die Schilder lesen. Wer macht denn sowas? Außer niemand. Außer ein niemand. Oh. So, wenn wir nur gucken, wie wir rauskommen. Jetzt werde ich hier lange vor mich hin tuckern, durch diese Spikes. Das ist doch nicht normal. So, wenn wir hier schön. Da müssen wir auch richtig rum rausfahren. So. Ach, ja. Jutchen. Dann soll es mit der Folge auch erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns dann zu einer späteren Folge. Ist ja bloß noch eine Folge. Wow. 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 Okay. Dann sehen wir uns zu der für mich letzten Folge für heute dann wieder. Bis dann.